she remix it for low. She my drag queen, let her hit the bando. We be counting up, watch out for them. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zum Wir geben Geld aus für Bäume Simulator. Unsere Stadt soll grüner werden. Das ist das Motto, wobei es ist keine Stadt, es ist ein Knast. Und mit diesen Worten, die etwas strangeling und vielleicht auch ein bisschen sinnlos sind, herzlich willkommen zum, das wird teuer. Oha. Herzlich willkommen zu Prison Architect, unserer ganz gemütlichen kleinen Runde hier heute Abend. Es ist vermutlich Abend, wenn diese Folge rauskommt, und das hoffe ich auch, dass ich das endlich mal auf die Kette kriege, das pünktlich immer, ne? Ich weiß Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Perfekt. Momentan sind hier sehr viele Leute am Arbeiten. Vier können arbeiten und das sind drei Leute, die verkaufen und einer, der einräumt. Das ist immer noch relativ wenig. Ich überlege ernst gemeint daran, die beiden Zellen hier rauszureißen, und ich überlege ernst gemeint daran, dass ich mir gestern nach der letzten Folge mal noch so ausgedacht hatte, wenn ich einfach diesen internen Bereich für die zu schützenden Gefangenen einfach rausreißen. Dafür können wir die Fläche da als Lager und Verkaufsfläche einfach viel zu gut nutzen. Also das hier ein Laden, das ist ein Laden und das hier ist ein Lager. Das wäre ideal, muss ich ehrlich sagen. Oder eine große Werkstatt daraus zu machen, sozusagen, um nochmal Platz zu schaffen für dort ein Lager und dann, weiß ich nicht, irgendwo noch Läden hinzubauen. Käme jetzt relativ gelegen, nachdem wir jetzt hier hinten ja so großartig angefangen haben, Baumschulen und sonstiges zu bauen, dass wir jetzt sozusagen sagen können, wir bauen hier unseren Hochsicherheitsbereich für die zu Schützenden hin und behalten uns aber diese Fläche hier irgendwie frei für einen Todestrakt, falls mal der Fall da sein sollte, dass jemand zum Tode verurteilt ist und der vielleicht irgendwo quasi auf seine letzte Reise geschickt werden möchte oder muss. Möchte er das vermutlich nicht. Also zumindest gehe ich mal nicht davon aus. Ja, ich habe wieder Cola getrunken vor der Aufnahme. Ich merke es gerade. Unterdrücken, danke. Erste Anmerkung, der Typ hier hat jetzt erstmal... arbeitslos, der ist erstmal arbeitslos, der darf jetzt im Sozialamt wohnen. Hier, viel Spaß noch, Kollege. Du darfst dich verabschieden. Du hast nämlich einen Schraubenzieher dabei. Das gefällt mir nicht. Und wenn ich mir das hier so angucke, liebe Leute, ich müsste mal ganz kurz hier kontrollieren. Der hat 88, 89, 90. Der versient 1 Cent pro Minute. Das sind 60 Cent in der Stunde. Es ist verdammt wenig. Also dafür, dass die wie viele Stunden arbeiten, die Hochsicherheit? 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stunden. 9 mal 60 Cent. Also man muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht so besonders viel. 5,40 Euro am Tag. Eieieiei. Das ist nicht mal der gesetzliche Mindestlohn pro Stunde. Das ist vielleicht das, was ein unterverdienender Mensch in einer halben Stunde verdient. Eieiei. Wir bezahlen unsere Gefangenen also relativ schlecht. Das tut mir wahnsinnig leid für die. Nein, tut's mir natürlich nicht. Ist mir scheißegal, wie ich die bezahle. Juckt keinen und hat auch keinen zu jucken. Aber das kann man sagen, zumindest tun sie was Sinnvolles. Des Weiteren, übrigens die Anmerkung, hier haben einige Lampen keinen Strom mehr. Die Frage ist, warum zum Fick haben Lampen keinen Strom? Ach so, weil das Spiel jetzt so ein bisschen doof ist und sich denkt, da sind Kabel drunter, deswegen, ja. Ich hoffe mal, das Spiel checkt relativ fix, dass das Bullshit ist. Zumindest hoffe ich das doch sehr. Hier funktioniert das Ganze übrigens, aber nur weil Strom drauf ist, die können natürlich auch weg. Die beiden Teile. Und da haben wir den Schraubenzieher gefunden und sogar noch mehr. Was hat er denn noch dabei? Ein Schlagstock sogar. Oh, was gibt's denn dafür? Was gibt's denn dafür Feines? Oh, 4 Stunden für Waffenbesitz. Werkzeug und Waffenbesitz. Eieiei, das wird problematisch. Aber gut. Ich denke mal, die Idee mit dem Gedöns ist relativ gut. Und aus rein praktischen Gründen bauen wir hier den Hochsicherheitstrakt hin. Also den zu schützenden Trakt hin. Und ich denke mal, hier hinten dann den Todestrakt, wenn wir endlich mal einen kriegen sollten. Platz haben wir hier hinten auf jeden Fall mal noch genug dafür. Und meine simpelste Idee wäre jetzt an der Stelle, relativ einfach eigentlich, und zwar kopieren wir uns das Gebäude. 16x43. Ja. Also wir nehmen uns, also 43 breit kriegen wir das ja aber nicht. Wie ist das denn 43 breit? Ne, 16 breit. Was für ein Bullshit laber ich denn hier? 16 breit wird hier aber auch schon eng. Also wir machen es einfach dahin, scheiß doch drauf. Also wir machen hier einfach mal ein Gebäude, was 18 breit und dann 43 lang ist. Könnte meinetwegen auch noch länger sein, ist mir aber jetzt eigentlich relativ egal. Und da bauen wir jetzt hier diesen
Zellengedöns einfach wieder rein. Sozusagen, dass wir hier diese Läden endlich vergrößern können. An der Stelle muss gesagt sein, das hier wird keine Zelle mehr. Wir haben eh vier zu schützende Gefangene müssten wir haben, ne? Gefangene, einfach mal nachgucken gerade. Vier Stück. Genau, das heißt, die Zellen hier reichen vollkommen dafür aus. Zack und zack. Und dann sagen wir hier, selbstverständlich, demontiert mal den ganzen Kappes hier bei ihm in der Zelle, denn der muss hier tatsächlich nicht gerade drin sein, wenn wir das ganze Ding gleich mal kurz umbauen, nämlich zu einem großen Laden. Man merkt schon, an dieser mittleren Stelle hier in unserem Knast liegt mir echt viel. Irgendwie finde ich die echt grandios, deswegen möchte ich die auch irgendwie, die ist so schön zentral gelegen, die möchte ich jetzt nicht damit verschwenden, dass wir dort Leute der höchsten Sicherheits, nicht Gefahrenstufe, Sicherheitsstufe unterbringen. Also wirklich, das bietet sich dann doch besser irgendwo ein bisschen abgelegen an, weil irgendwie, weiß ich nicht, das macht da keinen Sinn. Und zum anderen können wir den Platz 5000 mal besser nutzen. Übrigens hier kurze Anmerkung, die Gefängnistüren sollen selbstverständlich mit demontiert werden. Gut, an der Stelle können jetzt unsere Mitarbeiter sich gleich wieder austoben. Nachdem sie hier 1000 Kilometer Weg gelegt haben, ein neues Gebäude gebaut haben und nachdem unsere Gärtner angefangen haben, in der Baumschule hier oder in den Baumschulen schon wieder ganz, ganz, ganz viel Geld auszugeben, da haben sie echt noch was zu tun. Ich gebe mal gerade schneller, zack, 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 zack. Der baut die aber auch schräg heute, das ist ja unglaublich, was macht der denn? 6.000 für erfolgreiche vorzeitige Entlassung und man merkt schon, wir hatten mal 500.000 Dollar und jetzt sind wir wieder in einem Kauf- und Verkaufwahn. Jetzt sind wir natürlich gerade dabei, wieder alles umzubauen, alles zu demontieren, alles zu bauen. Hier kann jetzt sich mal ganz kurz eben unser komplettes Team drum kümmern, das wieder zu demontieren, was hier so schön gebaut worden ist. Aber gut, es geht jetzt einfach darum, dass hier unsere Läden ein bisschen mehr Umsatz anbringen. Zack, mach mal Tür auf, demontiere die am besten gleich. Und ich hoffe mal, dass da ist jetzt einer drin, da ist jetzt einer drin, da ist jetzt einer drin. Und wo ist der letzte zu schützende Gefangene momentan? Da ist er. Der geht aber, glaube ich, schon in seine neue Zelle. Ne? Jo, perfekt. Alles problemlos entsorgt. Und jetzt können sich unsere Mitarbeiter, glaube ich, echt noch ziemlich viel Arbeit machen momentan damit. Also wirklich, muss man einfach sagen, hier die Türen stelle ich übrigens standardmäßig mal ganz kurz auf offen, ne? Eben aus diesem Grund da oben, das auch nochmal eben drauf hoffen. Dann können nämlich unsere Leute sich hier ganz gemütlich darum kümmern, das alles abzubauen. Und zu demontieren und den ganzen anderen Kappes zu machen. Gebt mal Gas hier, Leute. Danke, 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 danke. Alles demontieren, alle Fenster raus, alle Türen raus, alle Duschköpfe raus, alle Lichter raus. Alles, was irgendwie Wert hat, raus. Und natürlich auch diese Tür demontiert werden soll. Und da haben wir schon wieder den nächsten Toten von heute. Oh, was ist denn hier los? Verräter, ehemaliger Gesetzeshüter. Warum kriege ich sowas nicht angezeigt in meiner Datenbank, Leute? Wer hat denn hier Mord? Der hat nur ernsthafte Verletzung. Der mordet immer noch weiter. Der möchte... Ich wollte schon sagen, der kriegt aber schon seine Strafe dafür, dass er den Gefangenen umgebracht hat. Wie gesagt, glaube ich, spare mir das ein bisschen mit dem Aufregen gerade. Ich will ja eure Ohren jetzt ein bisschen schonen. Ich möchte ja hier ein bisschen sozialer sein. Hier die ganzen Wände können übrigens raus, liebes Team. Und dann wird das Ganze ein durchgehender Laden, was zur großartigen und wirklich praktischen Folge hat, dass wir hier wenigstens sehr viele Leute drin arbeiten lassen können und dass wir es einfach deutlich praktischer. Das ganze Geklimper hier geht mir echt langsam auf die Nerven. Könnte man diese dämliche Baumschule da unten erstmal fertig werden. Holz haben wir ja auf Vorrat erstmal genug angespart, dass wir es ja uns leisten konnten, die anderen Baumschulen schon außer Betrieb zu nehmen. Das ist nicht sonderlich tragisch. Die beiden hier bauen gerade ihren Wall fertig. Komm, mach fertig das Geklimper, das ist ja nervig. Komm, zack, und das letzte Mal. Genau. So, dann war es das jetzt erstmal mit dem Holzgeklimper. Hier oben wird schon der nächste zu schützenden Trakt hingebaut. Aber wie gesagt, hier die Zellen können wir ja schon demontieren. Hier hinten können wir schon die ganzen Sachen durch die Gegend schicken. Also es ist schon ganz praktisch so. Zumal ja unsere Mitarbeiter gerade auch schon wieder das Geld anschaffen sozusagen oder produzieren für das, was wir jetzt hier hinten neu bauen. So, unser Knast wird immer noch größer, er wird nicht kleiner. Man könnte vielleicht manchmal denken, wenn wir den Knastdock hier gebaut haben, wäre es schon zu Ende gewesen mit dieser Staffel. Aber vielleicht schaffe ich dieses Mal ja in der Staffel auch die 100 Folgen. Dann habe ich mit Prison Architect ja bis jetzt noch nicht hingekriegt. Aber gut, es ist ja jetzt auch kein Hin- und Hergeziehe. Es ist ja einfach nur so wie halt eben immer, ne? Was hast du eigentlich? Furchtlos und Initiator. Furchtlos, ja, ja, ist alles okay. Hier momentan sind alle möglichen Leute in der Kapelle drin. Aber so wie ich mir das hier so generell angucke, es läuft ja so, wie wir es jetzt gebaut haben. Es gibt ja schon Schlimmeres. Vielleicht machen wir auch die Bücherei da raus und
Na, wobei, wir lassen es jetzt einfach so, wie es ist. Es funktioniert ja erstmal. Bevor wir jetzt hier alles umbauen, was wir uns jetzt gerade hier aufgebaut haben. Also, das muss jetzt nicht zwingend sein, glaube ich. Ich muss mal was trinken. Ich habe heute so einen kaputten Hals. Das ist furchtbar. Heute nur geschrien. Entschuldigung, ich schreie halt viel. Ich glaube aber, im Großen und Ganzen finden wir gerade oben einen Tunnel. Oh. Den hat ein Wärter bei einer Routinekontrolle festgestellt. Zumachen. Jetzt. Die Zelle brauchen wir. So, du hast Fluchtversuch, Achillesferse, 6 Stunden. Viel Spaß. Glaub, du hast zu tun. Erfahrener Kämpfer ist das übrigens, aber jo, soll er halt sein. Wir haben den ja mittlerweile nach dem Weg nach draußen schon sehr viel in den Weg gebaut. Wir könnten hier 5000 Reihen zu betonieren und 5000 Tonnen Zäune und Sicherheitswelle hinbauen. Geld dazu hätten wir irgendwann sowieso genug. Also wir können den Knast schon ausbruchssicher machen. Also nicht hundertprozentig, aber wir können dafür sorgen, dass es 500 Folgen dauert, bis hier jemand rauskommt. Das könnten wir schon noch erreichen, aber ich glaube, dass, nein. Das muss jetzt nicht sein. Hier werden momentan noch ein haufenweise Fundamente gebaut. Das bindet unsere Mitarbeiter momentan allerdings auch echt extrem. Hier übrigens kurz die Anmerkung, hier kommt der Viererweg an Steinplatten selbstverständlich auch noch hin. Und dann wird er hier selbstverständlich mit 4 wieder hochgebaut und dann kommt er da auch wieder hin. Also es wird so ein Rundumweg. Wir müssen das jetzt hier nicht irgendwie besonders kompliziert bauen. Aber ich denke mal, unsere Leute kriegen das auf die Kette. So wie es jetzt aussieht, läuft es ja ganz gut. Momentan wird ja auch... Wir haben übrigens exakt 300 Gefangenen gerade. 300 Stück. Exakto, exakto. Na, sonst mal 300 Stück sein. Momentan wird hier in den Werkstätten irgendwie gar nicht gearbeitet, weil einfach ist voll, kein Platz für Holz. Deswegen wird da einfach nichts drin gearbeitet, weil die Werkstätten werden von den Mitarbeitern natürlich auch immer so zugeschmissen mit der Scheiße, ey. Die schaffen gar nichts mehr. Deswegen vielleicht machen wir das tatsächlich so, dass wir die Werkstatt woanders hinbauen. Irgendwo, weiß ich nicht, wo es besser passt. Aber ja, okay. Momentan haben wir hier den Laden außer Betrieb. Wir machen hier übrigens, genau, es ist kein Laden. Es zählt nicht mehr als Laden. Deswegen tun wir uns jetzt hier den Gefallen, nehmen uns Laden und machen daraus jetzt einen. Genauso wie wir daraus jetzt einen machen, wo keine Arbeitsplätze zugewiesen sind. 9 Leute können da momentan drin arbeiten. Aber wir sagen denen selbstverständlich, auch hier kann erst einmal alles demontiert werden. Ja, auch die Türen. Also wir müssen uns hier gleich nochmal einfach ein neues Konzept ausdenken. Machen wir jetzt hier einfach den Laden komplett auseinanderbau. Simulator 2015. Alles raus, alle Lampen raus, alle Regale raus, alle Kisten raus. Alles einfach erstmal raus. Auch die Tür da unten bitte endlich mal. Und dann denke ich mal, können wir übrigens auch diese Türen mal demontieren, weil die stehen echt nur im Weg rum. Die bringen ja gar nichts. Das ist ja nicht mal eine Abtrennungsmöglichkeit. Also raus damit. Ich denke mal, dann haben wir hier die Möglichkeit, im Großen und Ganzen das so ein bisschen schöner zu gestalten. Einfach ein bisschen größer, ein bisschen aufwendiger, ein bisschen mehr Möglichkeiten für unsere lieben Mitarbeiter und für unsere lieben Gefangenen zu geben. Was ja auch ganz toll wäre. Könnt ihr mal bitte fertig werden mit euren Scheißweg und Gedöns und Gebäude hier oben mal irgendwann? Das hätte den großartigen praktischen Vorteil, dass wir euch da hinten einsetzen können, um die Mitte endlich fertig zu kriegen. Die muss dringend umgebaut werden. Klar ist das jetzt hier auch relevant, aber gebt mal Gas, Leute. Zack, zack, zack. Und dann, ach, hier oben fehlt auch noch Weg. Und noch die Sicherheitswelle. Also im Moment sind unsere Leute noch ein bisschen viel beschäftigt, glaube ich. Zumal sie auch noch ein bisschen Holz gefällt haben. Aber wenn ich mir das hier so angucke, unsere Gefangenen werden übrigens immer weniger. Wenn ich mir das hier aber so angucke, wo wollte ich denn jetzt drauf gehen? Scheiße. Essensqualität übrigens auch auf Mittel immer noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Übrigens Props an den Kerl, der mir geschrieben hat, 23% bei Entlassungsroute. Das funktioniert einwandfrei. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich habe die ja damals auf 5% gehabt oder sowas. Also ich muss ehrlich sagen, das ist beste Idee EU gewesen. Ehrlich. Vielen Dank nochmal an denjenigen, der das gewesen ist. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung mehr, wer das war, aber er hatte es drauf. Er hatte eine gute Ahnung davon. In dem Fall hatte er recht. Ich muss mal mehr auf euch hören. Ihr habt manchmal mehr Ahnung davon als ich. Also sehr häufig mehr Ahnung, deswegen tue ich das ja auch. Hier die Baumschule hatten wir abgerissen, das Zeug wächst weiter, ne? Ja, tut es. Gut. Haben wir irgendwen, der da oben den Tunnel mal removed? Nö. Wozu auch? Der Kerl sitzt in seiner Zelle. Könnte hier locker rausgehen, aber ne, who cares? Wenn er jetzt in sein Loch reinsteigt, fällt er vermutlich auf die Schnauze oder so. Passiert. Macht ihr mal bitte hier eben schnell den Sicherheitswall fertig. Also das mit dem Weg hier vorne, das sieht schon mal gut aus. Ja, da soll auch noch Steinplatten hin.
Nur weil da jetzt ein bisschen Baumstumpf im Weg lag. Ihr müsst die Baumstümpfe auch demontieren. Muss ich ehrlich sagen. Das kann ich euch nicht abnehmen. Die müssen weg, weil anders können wir da jetzt nicht drumherum bauen. Das ist Pech. So, auch hier übrigens mal die 4x5 Meter. So, Mitarbeiter müde. Bauen mal einfach kurz darüber noch ein bisschen Weg und dann wollen wir da noch so ein bisschen Tree Stump wegwerfen. Mittlerweile geht das ja relativ fix. Damals hat das am längsten gedauert, die Teile wegzureißen, also ehrlich. Und da wir da hier in diesem Forestry hier so langsam aber sicher alles fertig wird und die Gärtner kommen, glaube ich, gar nicht mehr hinterher. Die sind hundemüde und schuften sich hier irgendwie den Arsch ab. Aber der Teil hier scheint fertig zu sein. Damit kann sich jetzt jemand um den Tunnel kümmern, irgendwann mal in 100.000 Jahren. Und dann können wir uns hier darum kümmern, das zu bauen. Und dann in naher Zukunft wird dann hier dieser Laden und der ganze andere Scheiß so langsam aber sicher fertig. Sehr gut, dann würde ich mal den Vorschlag machen. Das sieht übrigens richtig geil aus, wenn das hier so abgerissen ist. Würde ich den Vorschlag machen, wir demontieren hier mal kurz die Lampen. Wir demontieren dort die Lampen. Ich denke mal, den Zaun außenrum lasse ich übrigens tatsächlich da. Es ist einfach so ein schönes Designelement, finde ich persönlich. Ich mache da jetzt einfach mal Zaun. Wobei, ich mache da noch keinen Zaun hin. Ich mache das hier ein bisschen anders. Ich mache hier den Umrandungsweg gleich in grün und so weiter und so fort. Wir machen das jetzt alles übrigens mal wieder so ein bisschen schön, also wie immer halt, ne? Jetzt kommt uns das automatische Speichern nochmal so ein Stück weit entgegen. Beziehungsweise es springt uns förmlich an. Auch hier, wir werden... Ich reiß jetzt einfach mal diesen kompletten Zaun da auf der Seite ab. Denn hier werden relativ viele Theken und Tresen hin müssen, deswegen lassen wir das mal besser. Aber da, wo jetzt hier die Teile sind, da können, ehrlich gesagt, diese Türen schon mal direkt rein. Weil das sind die perfekten Eingangsorte, um von hinten in den Laden reinzukommen. Ich denke mal, das ist recht praktisch. Hier übrigens das mal kurz abbrechen, das muss jetzt hier nicht die ganze Zeit doof rumsitzen und doof aussehen. In dem Laden hier arbeiten ja jetzt gerade keine Leute, deswegen macht das nichts. Übrigens 140 Euro Ladenumsatz nur für den Campus hier hinten. So sollen die Läden hinterher auch mal aussehen bei uns da, wenn das hier mal alles schöner aussieht und alles ein bisschen toller ist. Aber yo. Wie sieht's da oben aus? Hier ist alles fertig. Ihr müsst jetzt nicht davor stehen. Ihr könnt da außen rumgehen. Ich weiß, es sind 5 Meter mehr, aber über den Zaun mit Stacheldraht zu klettern und sich die Eier daran aufzuratschen, ist keine gute Idee. Danke, ihr habt's verstanden. Siehst du, wenn man Leute auf direkt irgendetwas Schmerzhaftes anspricht, dann werden sie auch irgendwann mal gescheit in der Birne. Es funktioniert. Glaubt mir, probiert's einfach aus. Was macht der? Der pinkelt. Möglichst bitte nicht hier rein. Das sieht eh schon aus wie Sau. Also macht's eigentlich nichts mehr, aber ja, ne, wir müssen jetzt nicht gleich, also, ne, ihr wisst schon. Bitte hier mal eben diese ganzen Walls demolischen und hier noch ein paar neue Teile hinbauen. Öffnet abgeschlossene Tür, du kannst da auch raus. Es ist tatsächlich eine Zelle, wenn du raus möchtest, kannst du auch raus. Was macht der denn da? Der chillt sein Leben, der backt ein bisschen rum. Aber hier, ihr müsst mal den ganzen Scheiß... Oh. Ihr müsst mal dringend den ganzen Scheiß hier rausräumen, denn das sieht echt doof aus. Let X in Y. Da hat irgendein Programmierer noch nicht umbenannt. Sieht auch gut aus, ich weiß. Und jetzt schnappt euch hier mal den ganzen Müll, räumt das einfach mal auf, dass es hier mal wieder deutlich ordentlicher wird. Und dann können hier direkt mal Parkett rein. Plakett würde ich gerade sagen. Parkett, wenn ich bitten darf. Könnt ihr schon mal direkt ausbauen. Und wenn ihr das soweit fertig habt, dann könnt ihr hier selbstverständlich auch schon mal Ziegelmauern reinbauen. Und natürlich auch hier hinten Ziegelmauer reinbauen. Das soll ja erstmal zu sein. Und dann können wir hier mit... Wir haben ja sowieso noch 13 Ladentheken auf Vorrat. Denke ich mal, hier diese ganzen Läden nochmal umbauen. Ich weiß, ich baue eigentlich verdammt viel in der Mitte rum, aber jetzt kommt der ganze Scheiß hier raus. Wir müssen ja so lange planen immer, weil das so eng ist. Aber dann, wenn das einmal raus ist, dann haben wir das endgültig fertig. Dann möchte ich mich mit dem ja auch nicht mehr beschäftigen. Jetzt gibt's Essen. Die Arbeitszeit ist vorbei heute. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben theoretisch erstmal Zeit für irgendwas. Nämlich erstmal hinter den Gefangenen herzuräumen. Aber das werden wir dann gleich mal nachgucken. Wie das denn möglichst am schnellsten und am effizientesten geht. Hier, die Sachen können eigentlich drin stehen bleiben. Das macht eigentlich nichts. Und oh, die Kantine, Alter. Sieht gut aus, muss ich sagen. Also ehrlich, sieht designtechnisch total genial aus. Hier, ich hoffe mal, die Bäumchen wachsen übrigens wirklich noch. Hört doch mal auf, die ganze Zeit nur Bäume zu fällen, Leute. Die Werkstatt da oben ist eh überfüllt. Die chillt gerade eh ihre Lage und macht nichts mehr. Hier, den Scheiß müsst ihr natürlich auch noch abräumen. Hier den ganzen Garbage wegtragen. Das ist übrigens... Auch so eine Mega-Aufgabe. Kann ich denen nicht irgendwie Autos geben oder sowas oder denen eine Schnellstraße hier reinbauen? Ey, das dauert ja 100.000 Jahre. Aber, absolute Anmerkung, momentan, unsere Leute sind vielleicht jetzt langsam aber sicher in der Lage, hier
mal die Läden fertig zu bauen. Wie sieht das überhaupt mit der Verstrahlung? Perfekt. Also ich glaube, da muss ich nichts dran ändern. Klar, die Wasserrohrleitung könnte raus, aber wozu? Wenn sie jetzt einmal da ist, ist sie halt da, ne? Erste Option ist sowieso, wir bauen jetzt erstmal hier einen Haufen Lampen rein. Der Boden kommt ja jetzt so langsam, aber sicher auch rein. Weshalb wir jetzt hier den Laden ohne Probleme bauen können. Auch hier hinten kann jetzt hier erstmal die ganze Stromversorgung wieder rein. Wie haben wir das denn hier gemacht, da hinten? Zweier Abstand. Oh, so direkt nur. Zack und zack. Aber dann haben wir hier gleich wenigstens einen funktionsfähigen Laden. Ich mir das übrigens so angucke, hat die Hochsicherheitstrakt jetzt gleich noch Arbeit. Aber das lohnt sich jetzt hier für das bisschen eh nicht mehr. Bis wir das hier fertig haben, dauert es noch ein bisschen. Wir können schon mal direkt hier ein paar Lampen demontieren, damit es, oder montieren, nicht demontieren, damit es mal ein bisschen heller wird. Bewegt Prison Uniform nach Laundry. Könnt ihr gerne mal machen. Ladengüter hier, das mal bitte wegwerfen, bitte. Kann das mal jemand machen? Shop kurz wegwerfen. Irgendjemand, der dafür kurzzeitig zuständig ist, bitte. Keiner? Okay, dann halt nicht. Ladengüter, ich meine, das kann da drin eigentlich theoretisch stehen bleiben, aber ich möchte es echt weghaben. Sieht gerade noch doof aus. Komm, schmeiß raus den Scheiß. Ich möchte den Raum hier möglichst sauber und perfekt wieder zurück vorfinden. Das kann übrigens auch in die Mülltonne. Dann können wir das jetzt hier hinten auch nochmal aufräumen. Du kannst in die Tonne. Das kommt eh morgen mit einer neuen Lieferung wieder. Und jetzt können die sich hier drum kloppen, das fertig zu bauen. Und dann funktioniert das Ganze auch sehr, sehr gut. Zack, zack. In wenigen Sekunden steht hier ein neuer Laden. Also morgen früh, wenn die nächste, Freizeit kommt, ist hier, denke ich mal, auch alles schon längst fertig. Da muss noch ein bisschen Holz hin. Dankeschön. Und der muss noch da raus. Aber hier, das ist auch alles weggeworfen worden. Ja gut, bis auf das. Das sollte noch weggeworfen werden. Und das da backt ja immer rum. Das geht ja irgendwie nicht. Frag mich bloß nicht, warum. Aber gut, jetzt haben wir hier einen Laden stehen. Gut, dann machen wir das jetzt wie folgt. Jetzt kommen wir hier auf Ladentresen. Und dann muss ich... Ich baue die später ein. Das Erste, was ich mache, ist jetzt hier ein Ladenregal. Und zwar nicht nur eins, sondern logischerweise ein paar mehr. Eins und zwei. Machen wir das da hinten so hin oder können wir da hinten besser Tische hinbauen? Ich glaube, da hinten passen Tische ein bisschen besser. Dann machen wir auf beide Seiten hier unten erstmal Tische. Und dann holen wir uns unser Ladendings hier, unsere Ladenregale. Die wir dann in welcher Art und Weise auch immer hier möglichst stylisch hinbauen. Dazwischen kann dann wieder ein Tisch. So, und jetzt müssen wir wieder hier runter scrollen, damit wir hier den Ladenregal kriegen. Dann kann hier haufenweise Regale rein, ehrlich gesagt. Ist das das Praktischste, ne? Wenn wir haufenweise Regale reinbauen. Dann da meinetwegen noch eins hin. Hier haben wir ja... Genau, dann haben wir jedes Mal wieder so einen Weg frei dazwischen. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall einen Haufen Regale stehen. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob das wirklich die praktischste Methode ist. Wir haben ja sowieso noch nichts gebaut. Ich möchte hier mal so ein bisschen Platz um die Türen rumlassen. Deswegen baue ich jetzt mal gerade so ein bisschen Böschchen. So, da weg. Und dann haben wir zwischen halt so ein Zweierfeld frei. Ist halt Pech. Aber so kriegen wir doch nicht mehr Regale runter, das kannst du mir doch nicht erzählen. Optionale Idee, klar, wir können jetzt hier so bauen, aber nein, das muss jetzt auch nicht sein. Vielleicht machen wir das auch so, dass wir oben die Tische wegmachen. Wie gesagt, wir müssen uns jetzt mal ganz kurz hier reinplanen einmal. Machen wir unten die Tische weg, wobei sie mir natürlich sehr gut gefallen an der Stelle da unten. Dann kann meinetwegen da und da wieder das hin, dann können da meinetwegen auch wieder Tische hin, dann kann hier wieder Ladenregal. Regal, 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 Regal. Also so haben wir 6 Regale drin, ne? So, weil hier müssen wir Platz lassen. 6 Regale und wenn ich das jetzt hier auf meine alteingedachte Methode mache, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Regale plus, wo ist ein Regal? Wir können jetzt hier hinten noch mehr Regale hinbauen. Wir machen erstmal kommt jetzt hier natürlich der Tisch hin. Und jetzt kommen hier erstmal diese Ladentheken hin, weil ich irgendwie, muss ich mal fertig werden hier. 9 Leute können dran arbeiten, das heißt niemals, also wir machen jetzt 5 Theken im Bestfall, ne? 4, 5. 5 Theken. Am besten wird es mir sogar gefallen, wenn ich 1, 2, 3, 4, 5. Dass wir hier jedes Mal noch so einen Zaun zwischenbauen können. Und dann können wir jetzt meinetwegen da, jetzt können wir da hinten natürlich schlecht noch einen Tisch hinstellen, oder? Ah, wobei das geht. Ich denke mal, das funktioniert, oder? Das sollte funktionieren. Da gibt es Schlimmeres. Also da sollte auf jeden Fall noch einer dran arbeiten können. Und dann können wir theoretisch sogar noch eine Reihe Regale dahin bauen. Wobei ich die jetzt ehrlich gesagt nicht brauche. Also wirklich, die müssen jetzt nicht sein. Wir können hier im Bestfall noch einen Tisch hinbauen. Oder wir machen den Tisch weg und ersetzen ihn durch etwas, was auf jeden Fall an der Stelle funktioniert. Die Tische müssen dahin und dann können wir jetzt meinetwegen hier noch ein Ladenregal hinstellen.
Und jetzt haben wir 12 Regale. Und dann können wir hier noch einen Tisch vorstellen. Und dann funktioniert das auf jeden Fall. Also komm, also lassen wir jetzt hier mal den Tisch, können wir sogar noch weglassen. Jetzt haben wir hier sogar noch ein bisschen Platz vor. Und damit das hier noch so ein bisschen designtechnisch schöner wird, machen wir übrigens tatsächlich... Komm, wir machen das jetzt... Wobei, da darf natürlich nichts hin. Moment, den baue ich gleich wieder neu. Machen wir hier selbstverständlich mal eben so ein bisschen Verkaufsfläche hin, sozusagen. Alles so ein bisschen schöner haben, alles so ein bisschen designtechnisch toller. Ich weiß nicht, sieht das aus? Komm, machen wir, juckt mich nicht. Sieht toll aus, machen wir. Kommt da jetzt noch ein Regal hin wieder und da kommt wieder ein Regal hin. Und dann steht das Ganze schon designtechnisch ganz wundervoll. An der Stelle sei jetzt natürlich gesagt, wir müssen den ganzen Kappes irgendwie kopieren. Das geht selbstverständlich relativ simpel, aber nicht so, wie man sich das vorstellt, weil wir können das ja hier immer noch nicht mit R drehen oder so. Nein, geht immer noch nicht. Das ist auch noch ein Feature, was ich echt praktisch finden würde, wenn man die Teile auch irgendwann mal drehen könnte. Aber ja, wir machen hier selbstverständlich dieselbe Taktik. Auch hier kommt an jede zweite Stelle erstmal das Dings hin. Dann mal gucken, ob ich es aus dem Kopf hinkriege, wie ich das gebaut habe. Hier die ganze Scheiße mach einfach weg, ist jetzt auch egal. Also hier nochmal, da kommt ein Tisch hin. Dann ranzoomen, Ladenregal. Kam dahin und dort kommen noch zwei Tische hin. Und dann haben wir das Ganze so schon stehen. Dann kommt jetzt hier natürlich noch die Marmorfliesen vorne. So. Das wär's, ne? Richtig, genau. Gut, dann wäre das der Laden, so wie er sein soll. Und dann machen wir hier selbstverständlich noch, wie ja schon angekündigt, das natürlich noch so ein bisschen schöner Designtechnik. Designtechnik for the win. Hier kommt ein Zaunstück hin. Da kommt ein Zaunstück hin. Und selbstverständlich kommt dann hier erst der Zaun hin. Wobei, warum sollten wir es so kompliziert machen? Wir machen da einen Zaun hin, da einen Zaun hin, da. Und dann kommt hier ein Zaun hin, da einen Zaun hin, da einen Zaun hin. Damit das hier so ein bisschen gesplittet wird, sozusagen. Das ist so mein Plan, mein Ziel, das alles so ein bisschen aufzuteilen. Das muss ja nicht hier gleich einladen, komplett überschwemmt werden. Vielleicht erreichen wir genau das damit, aber das werden wir dann sehen. Das heißt, hier kommt Betonplatte hin, Betonplatte, 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 Betonplatte. Und natürlich da hinten das gleiche Prinzip, da müssen wir gar nicht drüber reden. Schön erstmal überall Betonplatten hinbauen. Und dann kommt selbstverständlich hier noch überall Lampen hin, damit das Ganze auch designtechnisch gut aussieht, zumindest sobald es gebaut ist. Das hat uns jetzt erstmal gar nicht mal so viel gekostet, wohl. Es hält sich in Grenzen. 4000 Dollar, Grobschätzung von mir jetzt mal. Grobschätzung von mir übrigens, ich überziehe die Folge übrigens ewig. Wir werden in der nächsten Folge mal nachgucken, wie weit das denn sich jetzt gleich aussehen wird oder wie das in der nächsten Folge aussehen wird. Sehen wir dann, wenn ihr dabei sein wollt, morgen Abend um 19 Uhr. Bis dahin, am Mittwoch sehen wir uns wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss, bis zum nächsten Mal.